angezeigt werden. Richtig, da müssen yes. wir drauf. Okay. So, wir haben rückwärts. Sehr gut. Kopfschmerzen? Nicht wirklich, doch. Oder? Nach unten. Das funktioniert mit raussteigen und Fallschirm ziehen. Okay, ciao. Nein, nein, nein. Okay, ich probiere mal S versinken. Ich probiere mal S versinken. Was ein Arsch, hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Okay, ich versuche mal auf der Straße zu landen. Ich krieg das hin. Ups! Das, also, Mann, wie konnte das denn passieren? Das ist jetzt ein bisschen unfair, aber auch irgendwie ein bisschen gerecht. Das ist mehr als gerecht. Wirklich, ich hab so Schiss gehabt. Wie kann man denn sowas machen? Haben Sie einen Schlaganfall? Können wir Mediziner rufen? Ich rufe Mediziner. Rabe? Findest du alles? Rabe, ich sitze neben dir. Nicht deine Ernst? Doch, und du spielst ganz wild mit dem Lenkrad rum. Von links nach rechts, links nach rechts, links nach rechts. Oh, nicht deine Ernst. Doch, aber vielleicht singst du einfach mal was, ja, während du denkst, dass ich nicht da bin. Das ist der Anspruch, wo ich anfange zu singen. Warte mal, ich fahre mal. Ach, guck mal, hallo. Hallo. Na, das, ich denk so, oh, ich habe gerade gefragt, ob du einen Schlaganfall hast, ob alles in Ordnung ist. Ich habe jetzt Kopfschmerzen. Gute Mann. Besserung. Oh, Victoria, sing uns doch was. Nee. Schade. Kann ich singen. Hört ihr mich? Schade. Sing du uns doch was. Das willst du nicht. 05 für die 85 kommen. Live is live. Und hört? Na, na, ich würde sie auch gern singen hören kommen. Wie haben sie das denn gehört kommen? Ich stehe neben ihnen kommen, aber ich werde nicht beachtet. Bestimmt. Alles klar, komm. Bestimmt. Oh Mann, ey. Ja, wie geht's Ihnen, Frau Sommer? Gut geht's mir. Ich wollte Sie... Haben Sie gerade ein Gespräch? Störe ich gerade? Nö, alles gut. Alles okay. Gut. Also wir können entweder zwei Bitte Streifen besser, machen Herr Black. Oder eine Vierer. Besser mittlerweile, das ist richtig, ja. Aber ich habe immer noch ein bisschen Husten und ein bisschen... Männergrippe? Immer noch eine Bazillenschleuder. Nee, nicht mehr so stark. Also im Moment passt gar nicht. Ja, so eine Männergrippe ist schon schlimm. Tierisch. Das ist tatsächlich so. Ja, ja. Wir sind fast am Sterben. Weil ja. Richtig, haarscharf am Tod vorbei. Ich bin mir also sicher. Mein Arzt hat am Montag gesagt, ich dürfte offiziell sagen, dass ich sterben möchte. Darf. Ja, also bei Männergrippe, Herr Und Black, ich habe dann gesagt, nee, ich überlebe das schon. Bei Männergrippe kann ich Ihnen empfehlen, sich einmal mit warmer, feuchter Erde einzureiben. Warmer, feuchter mit Erde? Mit warmer, ja. feuchter Erde. Das, ja, das, hilft schon mal dran gewöhnt. Das hilft zwar nicht, aber man gewöhnt sich an den Geruch. Wow, wirklich? Wirklich? Ja. Dann, ihr werdet alles gleich hin. Gut, viel Spaß. Ciao. Auf geht's, nevermind. Entschuldigung. Das fängt Aua. Gut an. Achso, Entschuldigung. Aber hast du dir wehgetan? So. Oh, die Jungs. Oh, wow. Ihr seid schon irgendwie echt niedlich. Du musst halt manchmal denken, was sind das denn für Spasten? Stehe ich zu. Oh Gott. Also, Frau Sommer. Ja. Wann fangen Sie denn mal an zu singen? Das nächste Mal, wenn wir uns begegnen und Sie tatsächlich nichts Illegales gemacht haben, gibt es eine Gesangseinlage als Belohnung. Wenn Sie was Illegales gemacht haben, müssen Sie singen. Deal? Aber das liegt nur mal... Sie wollen mich doch nur singen hören, weil es eben so schön war. Ja, vielleicht auch das würde ich aber niemals zugeben. Na gut. Kleiner Fingerschuh? Ja. Wollen wir den platt treten, dann
Aber es zählt ab dem Punkt an, wo ich sie das nächste Mal sehe. Hey, ja gut. Okay, ich fahre jetzt alle 2 Stunden am PD vorbei. Das ist kein Ding, da bin ich nicht. Dann werde ich sie von der Leitstelle fordern. Wenn sie das machen, haben sie den Notruf missbraucht. Das wäre was Illegales. Ja. Und somit müssen sie singen. Man könnte ja auch was sagen, ich wollte einfach mal mit Frau Sommer reden, wenn sie gerade Zeit hat. Okay. Wow! Ja gut. Hey, mein Fahrrad haben die kontrolliert, ob ich was in die Speichen geklemmt habe. Ja, sie sind auch schlauer als der Rest der Bande. Ihnen wird man sowas zutrauen. Na, das will ich jetzt so aber nicht sagen. Meine Fresse. Sag doch mal. Alles klar, ich schick mal Dispatch. Ne? Ich ruf an. Was hat das mit schlau zu tun? Ja, Dispatch ist raus. Ich bin aber so. Blake. Entfernung. Schnuffelpöp. Willst du ein Teddybär? Stand vor, fahren an. What the hell? Wenn Männer mal schlecht drauf sind, hallo? Ne? Wird. Aber gucken, was da vor. Oh Gott! Oh, oh mein Gott! What the und hell? Ich habe die Stoßstange an meiner Hose gespürt. Was stimmt denn nicht bei euch? Aber ich vertraue ja auf die Fahrfähigkeiten von Herrn O'Connor. Ja. Oh shit. Tun sie es nicht. Meine Fresse, das war aber auch. Was ist mit Noah? Ja, den können wir eigentlich nicht mitnehmen. Und jetzt steht der da so unabgeholt. Okay. Alles gut? Noah? Hat jemand Schnaps? Hier ist die Geschichte. Was für eine Geschichte? Wie wir zusammengekommen sind. Die kennen doch alle. Nee, haben ganz viele geschrieben, sie kennen sie nicht und sie wollen sie unbedingt hören. Ich habe gesagt, ich erzähle sie, wenn du da bist, weil du immer unpassende Kommentare einwirfst. Unpassende Kommentare? Ich erzähle einfach die Wahrheit. Oh, heißt das, ich lüge? Nee, aber du schmückst diese Geschichte gerne mit Dingen. Ja, mit meinen Empfindungen, meinen Gefühlen, die ich dabei hatte. Also, fangen wir vorne an. Wir haben uns eigentlich kennengelernt, weil Tinker für ein Netzwerk gearbeitet hat, in dem ich damals gewesen bin. In das du rein wolltest. Ja, was heißt wollte? Die haben gesagt, das ist cool. Und dann haben die gesagt, wir sind da, willst du da nicht auch rein? Und dann auf einmal. Dann haben die mich angeschrieben und haben gesagt, hey, wir haben dann noch jemanden für dich. Ja, und auf jeden Fall haben wir uns... Habe ich mir Schlo angeguckt, weil ich beurteilen musste, ob so jemand zu uns ins Netzwerk passt oder nicht. Und dachte, als ich reingeschalten habe, holla, ist das ein heißer Typ. Und 2 Minuten später dachte ich, und ein arroganter Lackaffe. Schlo, wie er halt so in seinen Streams ist und wie man ihn das erste Mal erlebt, wo ich gedacht habe, was ein arroganter, überheblicher Sack. Aber tatsächlich hat er ganz gut gepasst. Und dann habe ich ihn also angeschrieben und habe gesagt, hey, irgendwie habe gehört, du möchtest zu uns und wie sieht's aus, hättest du irgendwie die Tage Zeit für ein Gespräch, im Skype war das, glaube ich, noch. Ja. Und dann haben wir uns also verabredet und haben ein bisschen gequatscht über Stream und Netzwerk und bla und bla. Und ich dachte so, oh, eigentlich ist er ganz nett, so hübsch und nett und so. Und dann meinte er, ja du, aber ich habe meiner Freundin versprochen, ich muss jetzt los und nicht so. Da war ich dann ein bisschen traurig, weil ich gedacht habe, ja, heißer Kerl, schon vergeben. Ja, und dann haben wir uns halt immer wieder getroffen und privat halt einfach angefreundet und hatten gemeinsame Freunde, bei denen wir halt auch immer wieder gewesen sind und sowas. Und ja, wir haben uns halt einfach von Anfang an sehr gut verstanden, ja. Also halt einfach freundschaftlich sehr gut verstanden und haben halt an allen Treffen oder Abenden mit Freunden und so weiter eigentlich die meiste Zeit miteinander verbracht und ja, haben, also waren halt einfach Freunde. Gut befreundet, ja. Und wurden halt immer besser befreundet und ja, dann ging das halt los, dass das ein Hahnkampf war von 2 Typen, die da irgendwie was von dir wollten und also sich da also wirklich in Kindergarten reifen. Bevor ihr das jetzt falsch versteht, ne, also zu dem Zeitpunkt irgendwann war Schlo dann auch nicht mehr in einer Beziehung, so ist das
Menschen trennen sich nicht, dass sie jetzt irgendwas Falsches denken, weil ich sage, ich fand dann Schlo wahnsinnig interessant. Da habe ich dann mitbekommen. Nee, also da hatte das eine tatsächlich nichts mit dem anderen zu tun. Das ist halt manchmal einfach so. Und dann kam die Gamescom damals und da war dann eine Person von zweien, die irgendwie mehr wollte. Ja, und es war schon, ich war dann schon so ein bisschen verliebt und habe mich verguckt, weil ich ihn charakterlich ja auch dann sehr gut schon kannte. Verstehe ich auch nicht. Und dann hat er mich abgeholt am ersten Tag, als ich in Köln angekommen bin. Ich hatte so eine Airbnb-Wohnung, Airbnb-Zimmer gemietet gehabt und war da schon total glücklich, dass er mich abgeholt hat und alles. Und du hattest zu dem Zeitpunkt noch keine, Unterkunft, du bist immer gefahren. Ja, kann sein. Und dann haben wir den ersten Tag irgendwie zusammen verbracht und es war schon total schön. Und dann haben sich die Jungs am zweiten Tag irgendwie entschieden, dass sie sich eben auch Airbnb was in Köln holen, weil das Gefahre doof ist. Und wir haben uns dann abends, bevor wir weggegangen sind, dort getroffen, um Pizza zu bestellen. Und irgendwie war Schlo dann weg und ich habe gedacht, wo ist er denn hin? Und er lag dann bei sich im Zimmer auf dem Bett und hat irgendwas am Laptop rumgetippt. Und ich war dann so, und bin dann dazugekommen. Und er war aber so, yo, cool, dass du auch da bist. Und ich dachte so, ja, bemerkt der nicht. Und ich mich also so neben ihn aufs Bett gelegt und mit auf den Laptop geguckt und ganz nah an ihm dran. Und Schlo, völlig unbeeindruckt von dem Ganzen. Ich gedacht habe, merkt der das nicht? Man will ja auch nicht so super aufdringlich sein. Hat er aber nicht gemerkt. Und dann waren wir abends, Branchenparty war das abends. Mhm. Und ich wollte mir auf jeden Fall ein bisschen Mut antrinken, weil ich gedacht habe, ja, ein bisschen beschwipst, dann... Führte dazu, dass du kurz besoffen warst. Ich war kurz besoffen und habe mich den kompletten Abend extrem gut mit irgendeinem Amerikaner unterhalten und du hast dich wahnsinnig gut mit... Punk war das, glaube ich, unterhalten. Punk, ja. Und wir haben den ganzen Abend eigentlich nicht wirklich was miteinander zu tun gehabt. Also es war so... Und dann war der nächste Tag Messe. An der Stelle möchte ich anmerken, Freunde, Funk Royal, ein wirklich klasse Mensch. Und auf der Messe sind wir eigentlich auch den ganzen Tag irgendwie zusammen rumgelaufen und hatten wahnsinnig viel Spaß und alles war gut. Und ich saß dann mit jemandem, den ich halt kannte, an der Ecke und die sind vorbeigelaufen und habe mich mit dem gut unterhalten und kam nachher dazu und Schlo meinte so, na, wer war das denn? Und ich wollte ihm halt irgendwie klar machen, ist nicht. Und er wollte sich aber drüber lustig machen, weil die anderen beiden ja schon so hinter mir hergeschwänzelt sind. Und ich habe das voll falsch verstanden und dachte so, nein. Und wollte ihm unbedingt klar machen, da ist nichts. Und Schlo war halt so, ich so, nein, 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 nein. Und dann kam ein Vierter hinzu, ein Dritter hinzu, der mir suggeriert hat, er ist schwul. Erinnerst du dich dran? Oh Gott, die Story. Ja, Alter, die kam ja noch hinzu. Was ein Vogel, Alter. Also kam einer hinzu, der mir die ganze Zeit weismachen wollte, er ist schwul und ewig mit mir rumgeflaxt hat und mir auch mal einen Klaps auf den Hintern gegeben hat. Aber ich hatte den einen oder anderen schwulen Kumpel bereits und wusste, also für mich war das nicht schlimm, weil schwule Kumpels sind manchmal so. Und abends war Bootshausparty, ne? Mhm. Und der wurde auf der Party... Nee, stimmt gar nicht. Mittags schon meinte er, ja, und heute Abend tanzen und so. Ich so, ja, ich hab voll Bock und feiern und bla bla. Und er ging und dann kam jemand anderes und meinte, du weißt schon, dass der ziemlich verschossen in dich ist. Ich sag, Quatsch, der ist voll schwul. Nein, er ist nicht schwul. Das ist seine Masche, um an Mädels ranzukommen. Wait, what? Und dann habe ich das erfahren, das war mir halt wahnsinnig unangenehm und hab Schlo eingeweiht und hab gesagt, ey Schlo, der Typ hat das vorgetäuscht und so. Wir sind heute Abend ja alle auf der Party. Kann ich vielleicht dich so ein bisschen nutzen, falls er zu aufdringlich wird? Natürlich für mich mit hintergegangen und Schlo wird natürlich nett sein, ja. Und waren dann abends auf der Party und da hing ich also schon die ganze Zeit an Schlo und immer wieder an ihm dran und so. Mein nächster Versuch irgendwie da zu suggerieren, so hey, du bist ganz toll, aber für Schlo war das halt ein wirklich, also der Typ war da, Schlo mich in den Arm genommen, der Typ ging weg, Schlo Arm wieder weg. Doch jetzt. Aber nein, auch so ein bisschen wollte er nicht. Und dann kam der letzte Tag Gamescom? Oder war der letzte Tag? Nee, das war an dem Abend noch, wo wir dann draußen unter der Brücke saßen. Nee, nee. Achso, stimmt. Ja. Um Gottes Willen, ja. Weil du dann abgefuckt gewesen bist. Ich war dann irgendwann so abgefuckt, weil er immer weg ist, dass ich halt gesagt habe, das war erst 12 oder so, ja Leute, ich gehe jetzt nach Hause.
ja, warum? Und ich habe gesagt, naja, morgen ist Samstag, somit der wichtigste Tag. Ich will früh wach sein und deswegen gehe ich jetzt. Und dann meinte Schlo, ja, eigentlich eine gute Idee, morgen fit zu sein. Dann gehe ich mit dir vor, dann musst du nicht allein zum Taxi laufen und bring dich dorthin. Und dann meinte er, Taxen waren davon, ob er noch kurz einen rauchen würde. Also er würde noch einen rauchen, ob ich noch kurz bei ihm bleibe. Und dann haben wir uns dann so eine Brücke unter die Brücke gesetzt. Ja, um 12 wollten wir eigentlich gehen und wir haben dann gequatscht bis 3 oder 4 und das war ein tolles Gespräch. Wir haben uns wahnsinnig gut verstanden. Ich habe die ganze Zeit gedacht so, oh, und immer. Also wir haben uns einfach nur unterhalten. Ja, aber wir haben halt gemerkt, dass wir wahnsinnig gleiche Interessen in so vielen Dingen haben und viele Dinge so unfassbar, also das wussten wir davor schon, aber es kam noch mal so ein bisschen mehr raus. Bis er irgendwann, für 9 Monate. Also wir saßen halt auch so dicht an dicht, bis er mich irgendwann anguckte und sagt... Warte. Da ging es aber gerade um dieses Hahnkampfthema, um dieses einer kackt den anderen an, weil seine Trophäe und jetzt ist er an der Reihe und also wirklich, da waren die crazysten, verrücktesten Stories. Bis er halt irgendwie sagte, wortwörtlich weiß ich es nicht mehr, aber so sinngemäß bin ich froh, dass zwischen uns nichts läuft, weil wir so gut befreundet sind, das würde nur alles kaputt machen. Und für mich war das halt ein... Er sagte halt auch noch, wir verstehen uns so gut oder so. Und für mich war das, weil du für mich wie eine kleine Schwester bist. So kam das halt bei mir an und ich dachte so, na danke. Weil in diesen 3 Stunden, in denen wir uns unterhalten haben, ich immer mehr so, oh, war. Und er sagt so am Ende vom Abend, yo, Bro. Ja. Daraufhin habe ich dann auch gesagt, ja, ich muss jetzt wirklich los, weil es wird spät sonst und bin halt wirklich abgefuckt an dem Abend ins Bett und dachte so, ja, okay, das war jetzt Korb Nummer 3 oder so über die Gamescom, ist ja jetzt mittlerweile auch gut, du musst dich ja nicht affig machen. Und am Tag danach war dann Twitch-Party. Und auf der Twitch-Party, ich war wahnsinnig gefrustet irgendwie und fand's doof und fand's scheiße und habe aus Frust halt einfach irgendwie einen Gin Tonic zu viel getrunken und war nicht betrunken, sondern sehr angedüdelt und dachte irgendwann, weißt du was, so, entweder du kriegst heute wortwörtlich einen Korb und nicht immer nur durch die Blume oder aber du schnappst ihn dir. Und war also den ganzen Abend irgendwie an ihm dran und mich so an ihn rangestellt und mich in seinen Arm gestellt, also wirklich mehr an ihm hängen konnte ich zu dem Zeitpunkt für nicht. Jeden Twitch-Partner auf dieser Party ist klar gewesen, okay. Die will ihn. Was ist das? Ja. Für mich war das egal, weil ich mir gedacht habe, so, den kriege ich heute Abend. Und irgendwann schiebt er mich so ein Stück von sich weg und meint, wir sollten mal rausgehen reden. Und ich dachte, Anke, du hast es darauf angelegt, jetzt kommt eben der Korb, jetzt ist es halt soweit. Jetzt kriege ich meinen Korb. Und dann? Dann hast du den Korb nicht gekriegt. Nein. Dann sind wir nach draußen gegangen und sind so um die Ecke gelaufen und dann stand er halt vor mir und guckt mich irgendwie an und ich denke, ja, dann gib mir den Korb, dann bring's jetzt endlich hinter dich, dann kann ich auch nach Hause, morgen ist Sonntag, dann ist die verfickte Scheiß Gamescom auch vorbei. Und er guckt mich halt irgendwie an und zieht mich zu sich und küsst mich und ich war so... Und konnte es irgendwie gar nicht glauben, weil ich gedacht habe, Und ich glaube, das war auch so um 1 Uhr rum oder so. Mhm. Und dann sind wir ein bisschen weitergelaufen, weil wir nicht vor der Twitch-Party vor allen irgendwie rumknutschen wollten. Und haben uns, weil es ein bisschen geregnet hat, in irgendeinen Hauseingang gesetzt, ne? Ja. Und haben bis 7 Uhr morgens in diesem Hauseingang gesessen und geredet und rumgeknutscht. Geredet und rumgeknutscht und geredet, bis wir dann irgendwie um 7 Uhr morgens meinten, ja, um 10 Uhr haben wir auf der Messe den ersten Termin, wir sollten vielleicht eventuell mal gehen. Und aber beide so, es war ja noch ganz frisch, wir wussten ja noch gar nichts und halt gesagt haben, wir wollen das jetzt nicht an die große Glocke hängen, wir gucken erstmal und sind dann auf der Messe am Sonntag gewesen. Und kennt ihr das, wenn ihr so wirklich frisch verliebt seid, aber ihr dürft es noch niemandem zeigen und wir immer in die dunkelsten Ecken sind, um uns schnell einen Kuss zu geben. Wir hatten dann sogar noch einen Auftritt zusammen. Ja, und saßen voll cool nebeneinander auf dem Sofa. So, ne? Ja, alles gut. Und innerlich waren wir beide so, ich würde jetzt gerne irgendwie zumindest seine Hand nehmen oder ihm über den Oberschenkel streicheln oder so. Und wir saßen da aber ganz professionell und haben irgendwie ein Interview hatten wir, ne? Ja, ich glaube, wir hatten ein Interview zusammen. Ja.
Und dann wollten wir uns, das war, da habe ich noch in Baden-Württemberg gewohnt, aber es war schon klar, dass ich umziehe. Ich sollte 2 Wochen später nach Oberhausen ziehen. Und wir haben dann gesagt, na gut, dann sehen wir uns eben 2 Wochen später wieder. Ist ja jetzt nicht mehr so lange. Nach 3 Tagen klingelte mein Telefon, also wir haben sowieso täglich telefoniert, klingelte mein Telefon und er meinte, sag mal, wie spontan bist du? Ich sag, super spontan, warum? Dann komme ich jetzt, ich setze mich ins Auto und fahre zu dir. Wie jetzt? Er sagt, ja, das ist mir zu lang mit 2 Wochen, wenn du Zeit hast, komme ich. Und ich war bei Mama zu Hause und bin wie so eine 16-jährige verliebte Göre durch den ganzen Garten gesprungen, wie so ein Flummi und war so am Quietschen. Und Mama guckt mich an und sagt, sag mal, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, er kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ich habe natürlich Mama schon erzählt davon. Und abends bist du dann angekommen. Crashing by, I found myself.